So, meine Damen und Herren, da kommen wir zu WWE 2K24, der PS4-Version zum Showcase-Modus 40 Jahre WrestleMania. Ich glaube 21 Matches sind das. Und ja, ich habe schon zwei Videos hochgeladen, schon bearbeitet oder gemacht aus der PS4-Version. Casket Match und Ambulance Match, und die hatte ich direkt am 5.3. aufgezeichnet. Jetzt haben wir den 6.3. 6. März 1912, und jetzt fragt, ey, wieso kannst du jetzt schon spielen, wenn ihr die Deluxe Edition gekauft habt für 100 Euro oder gleich direkt die 40 Jahre Wrestlemania für 120 Euro, dann bekommt ihr mich auf die zwei Versionen schon 3 Tage Early Access. Das heißt, ihr könnt schon am 5. März spielen, sonst wenn ihr nur die Standard Edition oder die Cross-Gen Edition gekauft habt für 70 bzw. 75 Euro, dann könnt ihr erst ab Freitag den 8. spielen. Gestern zu Release, also Early Access 5. direkt morgens, davon habe ich angefangen, die Aufnahmen, ich glaube kurz nach 3, weil ich vor Outlast Files gestreamt hatte. Da waren die Inhalte, wie ihr jetzt hier gerade sehen könnt, noch nicht freigeschaltet. Die wurden erst gestern Abend freigeschaltet. Das heißt, ihr müsst es dann praktisch das Spiel einfach nochmal jetzt nochmal starten. Ihr bekommt hier die Anwendung fürs Season Pass, was alles aktiv ist. Und dann könnt ihr nämlich schon wenn ihr nämlich jetzt noch in den Shop geht und Viper mit vorziehen, die das schon alle frei sind. Aber wir gehen jetzt hier Showcase-Modus. Wie gesagt, es ist noch gerade die PS4-Version. Seht auch, es ist an der Farbgebung. Mit X-Kreis, Dreieck. Das ist PS4-Version. Das PS5-Version kommt dann aber erst nächste Woche. Das heißt, wenn wir aus dem Early Access raus sind. Weil das speziell bei der PS4-Version ist mir auch gefallen, dass es noch teilweise gern das Spiel einfriert. Und ich muss es ja immer zwangsbeenden und neu starten. Deswegen wartet da vielleicht noch ein bisschen mit Zocken. Bis dann praktisch sozusagen der Day One Patch kommt, obwohl wir schon auf Version 1.02 spielen hier. Das aber erstmal dazu. Jetzt zum Showcase-Modus. Es wird hier wahrscheinlich einiges hinten rausgeschnitten werden müssen, so wie es der Fall im Showcase-Modus von WWE 23 war und im Showcase-Modus von WWE 22. Also WWE 22 war Rey Mysterio, WWE 23 war John Cena. Und jetzt haben wir hier halt die 40 Jahre WrestleMania. Wir hatten schon vor 10 Jahren in WWE 24 schon 30 Jahre WrestleMania, also das heißt, ein paar Matches werden hier schon wiederholt oder tauchen nochmal auf. Das heißt, speziell die in WWE 24 drin waren, also vor 10 Jahren, die Matches habt ihr hier wahrscheinlich auch überwiegend. Nur halt alles, was nach ab WWE 15 bisher rausgekommen sind, von der Zeitspanne her, die sind dann praktisch neu. Ich werde die natürlich auch einzeln aufzeichnen, das heißt, wir haben nachher 21 Videos, glaube ich. Wenn es 21 Matches sind, haben wir nachher 21. Vielleicht sind es nachher ein, zwei Videos mehr, wenn hinten noch irgendwas rauskommt oder sowas. Muss ich gucken. Also, ich wollte nur Bescheid geben, dass eventuell, wenn ich jetzt manche Aufnahmen habe, die gehen für mich dann von Aufzeichnung her vielleicht 10, 15, 20 Minuten, sage ich jetzt mal. Die werden, bevor ich dann vielleicht nur halb so lang sind, weil dann halt natürlich dann auf YouTube-Seite nach dem Bearbeiten von mir und ich dann hochlade, dass denn irgendwelche Urheberrechtsverletzungen sind. Auch wenn ich jetzt hier im Optionsmenü die Sounds ausgeschaltet habe, die wird er sowieso nicht hören, weil wenn man direkt auf der Konsole aufzeichnet, werden sämtliche Sounds nicht mit aufgezeichnet, also die den Soundtrack und die Entrance Musik werden nicht mit aufgezeichnet. Das heißt, das hört die an sich schon mal nicht. Aber so alles andere, sowas wie zum Beispiel in Zwischensequenzen, könnten vielleicht rausgeschnitten werden, nachträglich von YouTube, die dann über YouTube Studio kann ich dann bearbeiten, zum Beispiel Segment stumm schalten oder Segment rausschneiden, muss ich dann gucken. Also wollt euch nicht, wenn ihr nachher irgendwelche Videos habt, die vielleicht nur 5 bis 10 Minuten gehen, ich dann aber nachher vielleicht 15, 20 Minuten hatte pro Video vielleicht. Also das muss euch bedenkt sein, wenn ihr das selber aufzeichnet. Dass ihr natürlich hinten raus dann wahrscheinlich, wenn ihr das auf YouTube hochgeladen habt, dass ihr dann gegebenenfalls von YouTube-Seiten das dann wieder bearbeiten müsst. Also nicht mal runterladen, sondern direkt über YouTube-Studios könnt ihr ja sehen, über rechts
Plätzungssegmenten hinten, wo ihr halt die Videos einstellen könnt auf Privat, blablabla. Da habt ihr auch ein Urheberrecht und dann könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr auswählen zwischen Stummschalten, Segment herausschneiden, Einspruch rein und so blablabla. Also das wollte ich euch nur mal euch kurz sagen. Und deswegen gehen wir jetzt in den Show hier rein. And the lowest of lows, all done in the name of chasing glory. I'm Corey Graves, and I'd like to welcome you to the WWE 2K24 Showcase of the Immortals. Here, we will spotlight some of the biggest, craziest, most jaw-dropping, action-packed matches in WWE history. It'll be on you to retrace the historical footsteps by way of our showcase objectives and lead these titans of industry to victory. This year, as WrestleMania turns 40, let's look back at the journey to get here together and relive some of the most memorable moments from WrestleMania's past. Willkommen in 2K Showcase of the Immortals. So, leicht und ich an. Yep. Okay, wir können nicht weitergehen. Also das erste Match ist WrestleMania 3. The first WrestleMania set the stage for everything that was to follow. All the way around the world. Now you know what it's all about, brother. Celebrities were out in full force, showing that this was the place to be. WrestleMania 2 pushed the boundaries, taking place in three different locations. New York, Chicago, and Los Angeles delivering three huge main events. But it would be WrestleMania 3 in 1987 that truly displayed WrestleMania's full potential. And for our first match of the 2K24 Showcase of the Immortals, we go into the first verified WrestleMania classic. The legendary clash for the WWE Intercontinental Championship between champion, the Macho Man Randy Savage, and his challenger, Ricky the Dragon Steamboat. Intercontinental Champion since February of 1986, Savage tore through anyone who challenged him. That included a successful defense against George the Animal Steel at WrestleMania 2. A clash between Savage and Steamboat during a late 1986 edition of Superstars would see the Macho Man retain via countout, but that wasn't good enough. He would launch a vicious attack on the Dragon after the match, taking him out of action.
Savage would attempt to duplicate the attack on Steamboat's friend and former opponent George Steele during the first Saturday night's main event of 1987. Fortunately for the Animal, Ricky would make his well-timed return for the save, leading to the rematch between the two at WrestleMania. What transpired between the two combatants can only be described as art. A fast-paced, high-action classic unfolded in front of 90,000-plus in attendance, with both men coming so very close to victory on a number of occasions. Would Savage be able to turn back the challenge of his angry opponent? Would Ricky Steamboat get revenge? These questions would be answered over the next 15 grueling minutes, and when it was over, everyone in attendance and those watching at home knew they had been a part of something special. The two superstars would forever be etched in history following the match, with Ricky Steamboat finally putting an end to the Macho Man's historic reign. Matches hier. Checkliste. Hier sehen wir auch die erste Neuerung zu den Vorgängern. Und zwar steht da zum Beispiel oben links, verspotte Macho Man im Ring oder auf dem Apron. Da seht ihr auch schon, mit welchen Tasten. Weil letztes Jahr hatten wir keine Tastenanzeige, da musste man immer auf die Option gucken und dann halt Move-List oder Matchliste gehen. Und jetzt wird es oben euch angezeigt. Mann, du scheiß Ref. Ja, ich kann das Match gleich wieder neu anfangen, ganz ehrlich. Nein, und dann macht er schon mal gar nicht. Ich hoffe, wir gehen erstmal. Thank you.
aus der Ringecke. It was all action from the moment the bell rang. He was in a fight unlike any other he'd been in before. Things were only getting started. The Macho Man was trying everything, and that included fighting dirty. But Steamboat Savage's frustration led to him making a big one, charging at Steamboat only to be backdropped to the floor. Steamboat finally had a huge opportunity to pour on the pressure and put Savage away. Ja, weil er genauso scheiße liegt, ne? Thank you.
Bigger, better, better. What the world is watching. Das ist die dritte Trophäe. Denn ich hatte ja schon einen abgeschlossen im Shoki-Modus. So, und an dieser Stelle sage ich Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.